Also meine Mutter hat mir später mal erzählt, sie hätten Angst gehabt, dass ich entführt werde in dieser Zeit. Man hat es mit unglaublich krassen Verbrechen zu tun. Bei den Häftlingen, die also nur noch halbe Menschen waren, waren solche Schläge natürlich fast immer tödlich. Für jeden Mord 5 Minuten Gefängnis? Meine Mutter ist dann auch mit einem Hammer unter dem Kopfpolster schlafen gegangen. Sitzung und Verhandlung vor dem Schwurgericht am Landgericht in Frankfurt am Main ist eröffnet. Meine Eltern haben ja beide Auschwitz überlebt. 2 Kinder sind vergast worden und die restliche Familie auch. Da wurde nicht direkt drüber gesprochen. Meine Eltern hatten tätowierte Arme. Als Kind habe ich mal gefragt, was das bedeutet, diese Nummer auf dem Arm. Und meine Mutter sagte, ich weiß nicht mehr, wie alt ich war, ein Vögelchen hätte das da reingepickt. Und das hat mir als Antwort offensichtlich gereicht. Es sind die 1960er Jahre. Keine 20 Jahre nach dem Krieg wird Normalität gelebt. Niederlage, das war einmal. Auch wirtschaftlich geht es der Bundesrepublik gut. Man nennt es Wirtschaftswunder. Eine Auseinandersetzung mit dem Krieg und dem Faschismus? Fehlanzeige. Viele Nazis leben völlig unbehelligt von ihrer Vergangenheit. Einer kämpft gegen Vergessen und Verdrängen. Fritz Bauer. Der hessische Generalstaatsanwalt möchte die Mörder vom Konzentrationslager Auschwitz vor ein Gericht bringen. Er war selbst in KZ-Lagerhaft. Deutschland ist heute stolz auf sein Wirtschaftswunder. Es ist auch stolz, in die Heimat Goethes und Beethovens zu sein. Aber in Deutschland ist auch das Land Hitlers, Eichmanns und ihrer vielen Spießgesellen und Mitläufer. Und diese führen ein bürgerliches Leben. Wie kann das sein? Kein Gericht, keine Urteile, keine Erinnerung. Allein im Konzentrationslager Auschwitz wurden über 1 Million Menschen von Deutschen ermordet. Nicht nur Juden, auch politisch Andersdenkende, Sinti und Roma und Homosexuelle. Unfassbare Verbrechen geschahen in Auschwitz. Niemals wurde dafür jemand verantwortlich gemacht. Die Täter müssen vor Gericht. Nur wie? Nach fast 20 Jahren. Sie forscht zum Nationalsozialismus und Holocaust. Die Historikerin Katharina Stengel. Man hat es mit unglaublich krassen Verbrechen zu tun. Und dass man die ermittelt sozusagen, dass die Justiz da aktiv wird, dass man da Ermittlungen, Strafverfahren und so weiter, Anzeigeerstattung, dass das eigentlich ein Thema für die Justiz hätte sein müssen. Dass es das nicht war, ist ja eigentlich ein Skandal. Fritz Bauer, er hatte das mit so einer besonderen Entschlossenheit gemacht, was seine Kollegen in der Regel verweigert haben. Er war Sozialdemokrat, er war Jude, er war wahrscheinlich auch Homosexueller. Er war im Konzentrationslager, ist dann rausgekommen, ist dann geflohen, ist zurückgekommen in die Bundesrepublik Deutschland, sozusagen mitten unter diejenigen, die ihn zuvor verfolgt haben. Miriam Wenzel promoviert über den Auschwitz-Prozess. Ihr Vater kannte Fritz Bauer persönlich. Seine eigene Geschichte treibt ihn an. Er möchte die Täter von Auschwitz vor ein Gericht stellen. Doch es fehlen die Beweise. Da hilft der Zufall. Mit ihrer deutschen Gründlichkeit dokumentierte die SS alles. Die Namen von Gefangenen, die sie angeblich auf der Flucht erschossen haben, und die Namen der Täter. Diese Dokumente werden Fritz Bauer zugespielt. Das waren keine Dokumente, aus denen man irgendwie den Umfang der Verbrechen von Auschwitz auch nur annähernd hätte sehen können. Das waren vergleichsweise nicht so sehr spezifisch, also sie waren spezifisch, aber nicht jetzt so von heute aus betrachtet würde man jetzt nicht sagen, oh, unglaublich, was da jetzt enthüllt wurde. Meine Sachen sprechen die eher dafür, wie wenig zu dem damaligen Zeitpunkt eigentlich bekannt war.
Und dass man aufgrund solcher Dokumente dann gedacht hat, okay, hier, das ist ein Ansatzpunkt, hier kann man Ermittlungen anfangen. Einer, der das KZ Auschwitz als politischer Gefangener überlebt, ist Hermann Langbein. Später wird er Generalsekretär des Auschwitz-Komitees und ist gut vernetzt mit verschiedenen jüdischen Organisationen. Als sogenannter Funktionshäftling in Auschwitz ist er der persönliche Schreiber des SS-Standortarztes. Langbein bekommt einen Überblick über alles, was in Auschwitz passiert, alle Grausamkeiten. Diese Informationen gibt er an Fritz Bauer weiter. Beide arbeiten mit der Staatsanwaltschaft zusammen, wie mit dem damals jungen Gerhard Wiese. Langbein war auch der Erste, der nach 1945 seine früheren Mithäftlinge anschrieb, ob sie zu bestimmten SS-Leuten strafbare Handlungen berichten könnten. Und das landete dann bei meinen Kollegen, die seit 1958 damit beschäftigt waren, die Ermittlungen zu führen, auf dem Tisch. Und er hat uns sehr viel Zeugenmaterial herbeigeschafft. Der kennt den Zeugen. Ach ja, ich kenne den auch noch. Also nach dem Schneeballsystem lief das alles sehr gut. Gerhard Wiese, Jahrgang 1928, ist heute der einzige Staatsanwalt des Prozesses, der noch lebt. Wer ist bereit, sich an die Höllenerfahrung in Auschwitz zu erinnern und auch noch darüber zu berichten? Die, die überlebt haben, motiviert Hermann Langbein, vor Gericht auszusagen. Die Welt muss von diesen Verbrechen erfahren. Hermann Langbeins einziger Sohn, Kurt Langbein, ist heute ein bekannter österreichischer Filmemacher. Mein Vater hat schon Anfang der 1950er Jahre begonnen, die Leute zu suchen, die in Auschwitz für die Massenmorde und die Folter verantwortlich waren. Und schrittweise hat er im Verband mit anderen Ex-Häftlingen, er war ja in dieser Lagerorganisation, hat er Erfolg gehabt und hat diese Leute angezeigt, die alle, eigentlich die meisten, ein ganz normales, unscheinbares Leben geführt haben und quasi vom KZ-Mörder wieder zum Tischler oder zum Baumeister oder zu sonst was geworden sind. Die Massenmörder führen ein Leben als Biedermänner. Teilweise mit falscher Identität üben sie bürgerliche Berufe aus, als sei nie etwas gewesen. Diese Namen bestimmen die nächsten 20 Monate die Presse. Mulke, Boger, Karduk. Zuständig für Mord und Folter. In Auschwitz sind sie Lagerärzte oder gehören der SS-Wachmannschaft an. Noch ein Sohn. Thomas Ormonds Vater war der Richter Henry Ormond. Als Jude durfte er seinen Beruf nicht mehr ausüben und wurde ins KZ Dachau verschleppt. Im Auschwitz-Prozess vertritt er als Anwalt die Opfer des Holocaust. Die Bedeutung des Prozesses ist ihm früh klar. Mein Vater hat ebenso wie Fritz Bauer da die historische Bedeutung des Prozesses auch klar gesehen. Nicht? Also dann, das ist kein einfacher Strafprozess gegen ein paar Mörder gewesen, sondern natürlich gegen auch die Vertreter eines Mordsystems. Auschwitz wird zum Inbegriff einer perfektionierten Mordmaschinerie. Wie Staatsanwalt Hans-Joachim Kübler. Dies ist eine Karte des Konzentrationslagers Römisch 1, Auschwitz, des sogenannten Stammlagers. Das eigentliche Schutzhaftlager begann hier, umgeben mit einem elektrisch geladenen Stacheldrahtzaun. Hier war der Eingang und Ausgang für die Häftlinge, wenn sie zur Arbeit mussten und von der Arbeit zurückkehrten, mit der zynischen Überschrift Arbeit macht frei. Auschwitz, das ist ein perfides, kompliziertes System zum Erniedrigen und Töten von Menschen. Das sogenannte Stammlager Auschwitz Römisch 1 ist gedacht als Konzentrations- und Arbeitslager. Den Häftlingen wird eine Nummer eintätowiert. Konzipiert für viel weniger Menschen sind es am Ende des Krieges fast 20.000. Viele sterben an Unterernährung, Fleckfieber oder Schwerstarbeit. Drei Kilometer weiter, Auschwitz II, Birkenau. Das größte Vernichtungslager des NS-Staates. Von den etwa 6 Millionen Opfern des Holocaust sterben hier über 1 Million Menschen. Gemordet wird im Akkord.
Auf dem Gelände befinden sich Vergasungsanlagen und 4 Krematorien. So bleiben wenige Spuren. Die Mörder blasen einfach Asche in den Himmel. Züge bringen Alte, Junge, Männer, Frauen, Kinder zu der sogenannten Rampe. Auschwitz-Birkenau überleben nur die wenigsten. Das Gericht will wissen, was genau passiert ist. Also jemand kann nur für schuldig erklärt werden, dessen Tat nachgewiesen werden kann. Und das ist für Personen, die in einem Konzentrationslager waren, wo sich sozusagen das Personal nicht mit Namen vorgestellt hat, kaum zu leisten. Gewisse Namen fallen immer wieder und verbreiten Angst und Schrecken. Boger, Kaduk, Mulka, Stark und Claire. Überall, wo die Altnazis noch zugange sind, besteht kein Interesse an Aufklärung. Nicht so Hermann Langbein und Fritz Bauer. Beide kämpfen für die Aufarbeitung der Verbrechen in Auschwitz. Sie finden Täter und Zeugen, geben ihrem eigenen Überleben damit einen Sinn. Fritz Bauer möchte die Täter vor Gericht bringen. Fritz Bauer war jemand, der sicherlich mit dem Gefühl gelebt hat, sozusagen nicht dazuzugehören. Und diese Position einer Minderheit mit einem bestimmten Erfahrungshintergrund. Und diese Position kann Menschen dazu bringen, die Kraft aufzubringen, auch gegen Widerstände etwas zu tun, wovon man zutiefst überzeugt ist, dass es richtig ist. Kurt Grünberg forscht als Psychoanalytiker über die Spätfolgen der nationalsozialistischen Judenvernichtung. Es kommt zu einem Prozess in Frankfurt am Main. Ganz so, wie es Fritz Bauer wollte. Kurz vor Weihnachten, am 20. Dezember 1963, beginnt der Auschwitz-Prozess im Römer. Draußen weihnachtliche Stimmung. Drinnen wird über Mord und Totschlag verhandelt. 22 Täter sind angeklagt, über 350 Zeugen werden Aussagen. Das gesamte Ausmaß von Auschwitz soll deutlich gemacht werden. Und auch das System, das dahinter steckt. Er hatte natürlich auch dadurch irgendwie diese Größe und diese Internationalität, weil es im Hintergrund gelungen war, durch den Kontakt mit diesen vielen verschiedenen überlebenden Organisationen und jüdischen Organisationen so viele Zeugen aus so vielen Ländern dann nach Frankfurt zu holen. Das hatte schon eine besondere Qualität, dieser Prozess. Am Frankfurter Hauptbahnhof kommen sie an, die Überlebenden aus dem Konzentrationslager Auschwitz. Sie wollen im Prozess aussagen. Viele sprechen zum ersten Mal über das Erlebte. Peter Kalb, damals 22, studiert Soziologie. Ehrenamtlich betreut er die Zeugen des Prozesses und holt sie am Bahnhof ab. Ich wusste, mit welchem Zug jemand kommt. Und die wussten, dass sie zum Roten Kreuz gehen sollen hier. Und da bin ich reingegangen, wahrscheinlich habe ich meinen Namen gesagt und gefragt, ob jemand und so weiter angekommen ist und mit mir Kontakt aufnehmen will. Und ich bin im Nachhinein auch verblüfft, dass das immer geklappt hat. Also ich glaube nicht, dass wir irgendeinen verloren haben. Und auch nicht auf dem Flughafen, ne? Da war ja dasselbe. Für die Zeugen kein leichtes Unterfangen. Viele haben Entsetzliches durchgemacht. Nun finden sie sich im Land der Täter. Für die meisten war das eine ungeheure Überwindung, das zu tun. Es war eine unglaublich große Anspannung. Also das war mit Ängsten aller Art verbunden. Also von tatsächlich, das kann man irgendwie in der Korrespondenz der Überlebenden ganz gut nachvollziehen, von muss ich mir ein Messer besorgen, muss ich mich selbst verteidigen, womit muss ich rechnen, ist die SS noch aktiv? Und jetzt kamen sie nach Frankfurt, das erste Mal in Deutschland, hörten nur deutsche Sprache, die Erinnerungen kamen zurück. Und das, was sie versucht haben zu verdrängen, mussten sie jetzt wieder reaktivieren für die Zeugenaussage. Eine ganz schwierige Belastung für die Zeugen. Und die Folge war natürlich auch, dass der ein oder andere Zeuge in Tränen ausbrach und wir unterbrechen mussten.
Gefilmt werden darf während des Prozesses nicht, nur kurz davor, für wenige Minuten. Jedoch werden die Zeugenaussagen auf Tonband aufgenommen, zur Stütze des Gedächtnisses des Gerichts. Die Aussagen, sie sind kaum auszuhalten. Vorher, das heißt, das kann vielleicht ein paar Monate vorher. Ein paar Monate vorher, ja. Wer hat denn die Leichen aufgeladen auf die Last? Wir. Wie viele Lastwagen waren denn das? Aber sie kamen... Eins, zwei, drei... Ja, mehr. Mehr? Mehr. Sagen Sie bitte, haben Sie dort in dem Lazarett auch erlebt, dass Selektionen stattgefunden haben? Ja. Wissen Sie, was ich darunter verstehe? Ja, dass die Menschen ausgewählt wurden... Zur Tötung. Zur Tötung. Auch der Vater von Zilli Kugelmann war im Konzentrationslager Auschwitz. Im Prozess sagt er als Zeuge aus... Sie wusste davon nichts. Ja, ich war zu der Zeit auf Klassenreise. Und auf der Rückfahrt hielt der Zug, hielt natürlich an vielen Stationen. Und ein Mitschüler hat eine Zeitung gekauft. Ich glaube, wir waren in Frankreich beim Grenzübertritt, irgendwo in einer deutschen Stadt, hat er eine Zeitung gekauft und schrie dann durch den Zug, hat sie offensichtlich gelesen und schrie dann durch den Zug, Zilli, dein Vater steht in der Zeitung. Und dann war ich sehr überrascht und habe gesagt, zeig mal her, und habe dann einen relativ kleinen Bericht gesehen, dass mein Vater als Zeuge ausgesagt hat und offensichtlich so erschüttert war, dass er geweint hat, sonst hätte es ja auch nicht in der Zeitung gestanden. Und das war's dann. So habe ich das erfahren. Die Familie Kugelmann kommt erst ins Ghetto in Bensburg und dann in das KZ Auschwitz. Im Prozess beschreibt der Vater Herz Kugelmann die Ankunft der Häftlinge im Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau, wie dicht gedrängt sie in dem Zug transportiert wurden und von der Selektion auf der Rampe. Nun, ich kann wohl annehmen, dass es mehr als 1000 Menschen waren, die in diesem Zug transportiert worden sind. Bestimmt anzunehmen. Bestimmt anzunehmen. Nun, in unser Waggon werden gewesen sein etwa 400, 350. Denn die Wagen in der Waggon ist von meiner Schwägerin ihr Kind erstickt worden. So waren wir zusammengezwischt. Die haben sie also herausgetrieben aus dem Zug und... Was geschah nun? Die Frauen und Kinder sind separiert worden und die Männer separiert worden. Wer hat denn nun bestimmt, dass zum Beispiel schwächliche und kranke Männer auch auf die linke Seite gehen mussten? Ein SS-Mann. Uns hat seleziert Dr. Mengele. Und Ihre Familie? Meine Frau ist auch ins Lager gekommen und die Schwägerin. Und die restliche von den 52 sind alle ins Gas gekommen. Waren auch Kinder dabei? Ja, meine zwei. Zwei Kinder, wie alt waren die Kinder? 35, 38 geboren. Da waren sie 7 und 8 Jahre alt. Vor 40 Jahren werden die Tonbandaufnahmen digitalisiert und veröffentlicht. Da hört Zilli Kugelmann die Stimme ihres Vaters wieder. Ein Echo der Vergangenheit. Zu dem Zeitpunkt ist er schon lange verstorben. Was mich sehr berührt hat, ist, dass es gibt ein Gedächtnis für das, was man gelesen hat, ein Gedächtnis für das, was man erfahren hat, aber auch für Musik. Man erinnert ja Melodien. Aber merkwürdigerweise... ist mir aufgefallen, dass es kein Stimmgedächtnis gibt von Menschen, die schon lange tot sind. Also mich hat verblüfft, dass ich die Stimme gar nicht erkannt habe. Oder die war mir nicht mehr vertraut. Und das hat mich sehr, sehr, sehr schockiert, da eine wenig vertraute Stimme zu hören. Spricht man vor Gericht mit seiner normalen Stimme, wenn man über die Hölle berichtet? Der Prozess findet jetzt im Haus Gallus statt. Das Interesse an dem Prozess ist so groß geworden, dass man mehr Platz braucht. Die Täter werden zum Hintereingang hereingebracht. Unter ihnen auch Wilhelm Boger, Gestapo-Mitarbeiter der politischen Abteilung. Auf sein Konto gehen die grausamsten Verbrechen.
Die Zeugen belasten ihn schwer. Sie schildern, was sie erleiden mussten oder was sie gesehen haben. Staatsanwalt Gerhard Wiese fertigt die Anklageschrift gegen Wilhelm Boger. Also Boger war als Unterscharführer in der politischen Abteilung tätig, als Vernehmungsführer. Er hatte also Häftlinge, die nach Ansicht der SS sich hatten etwas zu Schulden kommen lassen, zu vernehmen. Und wenn die Antwort nicht so ausfiel, wie Boger sie erwartet hatte, gab es Schläge. Mehrere Schläge, viele Schläge. Und wenn dann immer noch nicht die Antwort da war, wurde der Häftling auf die sogenannte Bogerschaukel gehängt, also mit den Kniekehlen über einen Stock, der Leib nach unten, und dann drosch Boger auf den Leib des Häftlings ein, bis der dann blutend, in der Regel tot zu Boden fiel. Und dann sind wir immer auch gefragt worden, ja, woher wisst ihr denn das alles so genau? Ihr wart doch nicht dabei. Im Nebenzimmer saßen Häftlingsfrauen, die die Schreibarbeiten für die politische Abteilung erledigten. Und die brauchten nur die Tür aufzumachen und sah nach der Vernehmung, was geschehen war. Ich sah die Häftlinge vorher und ich sah sie nachher. Sie waren danach kaum zu erkennen. Und zwei Tage später hatte ich sehr oft in meiner Hand die Todesmeldung. Es musste jeweils eine fiktive Todesursache hingeschrieben werden, doch niemals SB, das heißt Sonderbehandlung, auf der Flucht erschossen oder erschlagen. Das durfte prinzipiell nicht stehen. Von den Häftlingen wird er die Bestie von Auschwitz genannt. Eine andere Foltermethode, die Stehzelle. Eine überdimensionierte Folterzelle, unscheinbar wie eine Hundehütte mit den Maßen 90 x 90 cm. Diese wird mit 4 Häftlingen belegt. Tagelang müssen sie stehen. Lebendig kommen die wenigsten raus. Viele ersticken. Außerdem erschießt Boger Häftlinge willkürlich, auch an der schwarzen Wand. Die Blocks 11 und 10 sind am Ende mit einer Mauer verbunden, sodass ein Hof entsteht. Auf diesem Hof ist die schwarze Wand angebracht, mit einem Kugelfang. Also Sie haben uns jedenfalls gesagt, Sie haben mit Eichenaugen gesehen, wie Boger dann an diese weiße Markierungslinie herantrat, ja, und von dort aus geschossen hat. Und die Leute wurden auf diese Art und Weise getötet. Ja. Ja. Aber Kaduk als solcher, über ihn nicht eine Erschießung, aber ich habe gesehen, wie er einen Menschen zum Tode getrampelt hat. Oswald Kaduk war SS-Unterscharführer, Rapportführer und Sadist. Der gelernte Metzger ist unerträglich brutal, besonders wenn er getrunken hat. Kaduk, ziemlich groß, kräftig, Lagerführer, der bei den geringsten Vergehen, also die Mütze nicht gezogen, nicht gegrüßt oder sonst was, sofort Schläge verteilt hat. Und als großer, kräftiger Mann bei den Häftlingen, die also nur noch halbe Menschen waren, waren solche Schläge natürlich fast immer tödlich. Sie wurden zu Boden geschlagen und so. Und das setzte sich natürlich fort und ein Bild bekam man so ungefähr, wenn Kaduk vom Vorsitzenden befragt wurde. Und dann sprang er auf, nahm Haltung an und
ganz klar war ich nicht, sowas mache ich nicht, der Zeuge irrt sich, ich habe das nicht gemacht. Das ist die Masche aller Täter. Keiner sagt was, sie können sich nicht erinnern oder bestreiten, persönlich dabei gewesen zu sein. Auch vor Gericht halten die Nazis zusammen. Peter Kalb, damals Zeugenbetreuer, verfolgt den Prozess und ist an fast allen Prozesstagen dabei. Mit vielen Zeugen hat er sich angefreundet. Eine Zeit, die sein Leben durchaus prägte. Ich habe versucht, immer da oben zu sitzen, da auf der Seite, links oben. Ich habe die Leute erlebt, die also schlimme Sachen erzählt haben. Aber es war ja nicht nur das. Sie müssen sich mal also die Örtlichkeit vorstellen. Da wird einer als Zeugen auf dieses Podest gerufen. Rechts waren die Staatsanwälte, Nebenkläger, aber links waren die Angeklagten. Da saß irgendein Zeuge, der was zu dem Boger, Claire oder Kaduk aussagte, ich sag mal, in einem Abstand von 4, 5, 6 Metern oder so, und haben denen ins Gesicht geguckt. Auf der einen Seite die Feigheit der Täter, auf der anderen Seite der Mut der Überlebenden. Diejenigen, die sich darauf eingelassen haben, als Zeugin oder Zeuge aufzutreten, mussten es auch über sich ergehen lassen, von Verteidigern der Angeklagten befragt zu werden. Und ich habe den Eindruck, wenn man sich die Aufnahmen anhört von damals, dann würde man eher sagen, die sind ins Kreuzverhör genommen worden. Oder sich gefallen lassen zu müssen, gefragt zu werden, an welchem Tag ist denn das geschehen? Und war das morgens oder war das mittags oder war das am Nachmittag? Und welche Uniform hat der andere getragen? Waren die Stiefel schwarz oder die Uniform braun? Haben sie schriftliches Material bekommen darüber, wer denn nun quasi zu den Wachmannschaften oder zu den SS-Männern gehörte? Auch das sind Fragen, die absurd sind. Genau nachzufragen, das war eine Vorgabe des Gerichts. Jedoch nicht das zynische Nachfragen der Verteidiger. An Heiligabend 1943 brachte einer der Täter 200 Menschen mit Phenolspritzen um. Damit wurden im Krankenblock Häftlinge getötet, direkt ins Herz. Die Nazis nannten diese Methode Abspritzen. Der SS-Mann Claire ist mit in weißen Mantel gekleidet als Arzt, ist zu dem gekommen, der hat ihn gehalten, der Mithäftling, und hat ihm direkt in das Herz eine Injektion gespritzt. Der Kranke war sofort tot. Es hatte nicht lange gedauert. Nach dem Einstechen hat er nur so einen Ton, so ein Ausatmen gegeben. Marie-Louise Leberke ist damals eine junge Studentin und 25 Jahre alt. Sie nimmt sich die Zeit und geht zum Prozess. Sie möchte sich ein eigenes Bild machen. Ich weiß nicht mehr, wer es war. Wurde beschuldigt, am Heiligabend 200 Häftlinge mit Phenolspritzen umgebracht zu haben. Was er bestritt. Es wurden die Dienstpläne rausgesucht. Und es stellte, er hatte Dienst. Und dann sagte der Angeklagte, aber daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Und dann sehe ich noch den Vorsitzenden Hofmeier sitzen und man merkte ihm an, dass er auch was mit zu kämpfen hatte damit. Und er sagte mit ganz ruhiger Stimme, Weihnachten, Heiligabend, da konnten auch Juden damit rechnen, dass sie nicht in Gefahr sind. Und das wollen sie nicht erinnern können. Das fand ich so beklemmend, auch so erschütternd.
Viele Frankfurter Studenten verfolgen den Prozess. Er öffnet ihnen die Augen über die Tätergeneration. Ich hatte, glaube ich, gehofft, dass in den Prozessen auch zu erkennen wäre, dass die Täter vielleicht ihre Vergangenheit auch anders sehen könnten oder zu ihrer Schuld stehen könnten. Ich glaube, das war die größte Enttäuschung, die ich empfunden habe, dass die Täter nicht nur geleugnet haben, geschwiegen haben, auch gelogen, sondern dass sie auch hämisch und zynisch sich verhalten haben. Ich glaube, das war für mich die schlimmste Erfahrung dort. Da die Täter schweigen, beschließt das Gericht, nach Auschwitz zu reisen, um die Zeugenaussagen zu überprüfen. Initiiert wird das von Henry Ormond, dem Anwalt der Zeugen. Doch mitten im Kalten Krieg kein leichtes Unterfangen. Die Reise hinter den eisernen Vorhang, eine außergewöhnliche Anstrengung auf der Suche nach der Wahrheit. 23 Mitglieder des Frankfurter Schwurgerichts, geführt vom beauftragten Richter Amtsgerichtsrat Hotz, besichtigten in diesen Tagen das in der Nähe von Krakau gelegene Lager. Zuerst besuchten sie das Lager Birkenau, ein riesiges Nebenlager von Auschwitz I. In allen drei Abteilungen wurden bis zu 120.000 Menschen in Pferdebaracken zusammengefercht. Nach dem Tor, Arbeitmarkt frei, kommt man direkt auf die ersten Kasernenbauten. Und die stehen so relativ dicht beieinander, dass beispielsweise der Herr Mulka, der Adjutant, der von sich behauptete, das kenne ich nicht, das hat man mir nicht gesagt, das weiß ich nicht, dazu kann ich, also er hatte praktisch alles vor der Haustür zu sehen. Also so törichtes Verhalten. Also. Ist die schwarze Wand einsehbar? Kann der Zeuge beobachtet haben, wie die Nazis willkürlich Menschen erschossen? Gerhard Wiese, damals junger Staatsanwalt, begleitet die Gerichtsdelegation. Die Gebäude werden begangen und die Blickwinkel geprüft. Ob der Häftling vom Nebenbau durch einen Schlitz das sehen konnte. Also haben sich da drei Mann hingestellt und die anderen haben von oben versucht zu sehen. Und das ging sehr gut. Der Schlitz war entsprechend groß. Ist auch nicht verändert worden. Das hat man deutlich gesehen. Ja. 20 Monate dauert der Prozess. Manche widmen sich voll und ganz der Aufarbeitung der NS-Verbrechen, wie der Zeuge und Mitorganisator Hermann Langbein. Familienleben, nicht während des Prozesses. Da ist er in Frankfurt, die Familie in Österreich. Hermann Langbein protokolliert alle Aussagen. Abends diktiert er Kassetten, die er zum Abtippen zu seiner Frau nach Wien schickt. Ich würde sagen, ich bin mit Auschwitz aufgewachsen. Das waren traurige Geschichten. Ich habe viele Menschen weinen gesehen. Manchmal Fotos, da habe ich aber nicht hingeschaut. Hat dann am Abend oder am nächsten Tag diese Zusammenfassungen der Aussagen und seine Eindrücke dazu auf Tonband gesprochen und meiner Mutter geschickt. Und meine Mutter hat die dann abgetippt, also das komplette Protokoll für sein Buch über den Auschwitz-Prozess getippt. Und wir waren aber damals nicht wirklich wohlhabend und es gab über die kalte Jahreszeit eigentlich nur ein Zimmer, das wirklich gut geheizt war. Und dort haben wir uns aufgehalten. Wir Kinder haben gespielt und die Mama hat diese Erzählungen abgetippt. Am deutlichsten habe ich das spüren können oder müssen, wie wir dann 1981, also viel, viel später, das erste Mal selber nach Auschwitz kamen, weil ich habe mich ausgekannt. So prägt und traumatisiert das Geschehen in Auschwitz weit über das Kriegsende hinaus Überlebende, ihre Kinder und ihre Familien. Und auch Thomas Ormond wächst so auf. Sein Vater ist Anwalt der Nebenkläger für den Auschwitz-Prozess. Auf dieser Maschine ist das Nebenklageplädoyer im Auschwitz-Prozess getippt worden von meiner Mutter. Hier in diesem Wohnzimmer. Das ist eine der wenigen Erinnerungen, die ich als kleiner Junge dran habe, dass meine Mutter hier in diesem Raum
an der Schreibmaschine gesessen hat und die Plädoyers, das Plädoyer getippt hat, nicht auf so Kartonbögen, sodass die etwas nicht so herumgeflogen sind, sondern dass man die so schön eine nach dem anderen ablegen konnte. Henry Ormond war bis zu seinem Berufsverbot Richter. Dann kam er ins KZ Dachau. Als Anwalt vertritt er die Opfer des Holocaust. Wie selbstverständlich kursieren die Täternamen im Hause Ormond. Da wurden natürlich dann immer wieder die Namen der Täter, der Angeklagten auch, die haben eine Rolle gespielt. Und irgendwann bin ich wohl auf die Idee gekommen, um diese ganzen Namen auswendig zu lernen, so wie ich die Namen von den Staaten der USA oder andere Listen auswendig gelernt habe, so im Alter von 7 Jahren. Da habe ich dann diese Namen damals gekannt, ohne wirklich zu verstehen, was diese Männer gemacht haben. Der Vater Henry Ormond arbeitet zu Hause im Wohnzimmer. Der Auschwitz-Prozess ist allgegenwärtig. Die Aufklärung der NS-Verbrechen steht hier an erster Stelle. Das versuchen Altnazis zu verhindern. Es muss auch Drohbriefe gegeben haben. Also meine Mutter hat mir später mal erzählt, sie hätten Angst gehabt, darum, dass ich entführt werde in dieser Zeit. Weil Kindesentführungen, das war durchaus so eine Sache. Das hat schon einige Male gegeben in den 60er Jahren. Und auch in Wien fürchtet man sich vor den Altnazis, erinnert sich Kurt Langbein. Die Abwesenheit des Vaters nutzen dessen Gegner. Es hat auch spürbar Angst geherrscht. Meine Mutter hat sich erkennbar gefürchtet. Einmal wurde eine Pistole bei uns im Garten gefunden. Und dann gab es auch einmal Polizeibeamte, die vor dem Haus eine Zeit lang Wache gehalten haben. Meine Mutter ist dann auch mit einem Hammer unter dem Kopfpolster schlafen gegangen. Kein Wunder. Im Laufe des Prozesses werden die Täter nervös. Denn trotz ihres Schweigens werden sie von den Zeugen schwer belastet und ihre Straftaten kommen ans Licht. Wie die des SS-Manns Hans Stark aus Darmstadt. Ihm werden verschiedene Morde nachgewiesen. Auch durch die Aussage von Philipp Müller. Sie legen auf dem Wagen, da waren ein paar Leichen, Menschen. Ja, da, mir war 20 Jahre. Ich habe niemals eine Leiche gesehen. Da, ich musste stehen. Ja, er nimmt wieder den Beitsch und los, rein, schnell die Leiche ausziehen. Stark hat das los und geschlagen. Immer. Sie können schon nicht laufen mit dem Wasser. Lassen Sie, Herr Rechtsanwalt, auch bitte ins Mikrofon sprechen können. Ja. Ja. Da nimmt den Revolver, Stark, vor meine Augen schießt er. Philipp Weiß, Goldschmidt und Neumann. 3. Da habe ich es gesehen, da war ich dabei. Normalerweise löscht das Gericht die Tonbänder nach dem Ende eines Prozesses. Doch dieses Mal nicht. So sind alle Zeugenaussagen, alle Stimmen noch heute erhalten. Wir hätten sonst keine Originalstimme des Zeugen mehr. Also Name, Anschrift, alles da, aber seine Stimme, sein Eindruck, wie er ausgesagt hat, unter welcher Belastung er stand, das wäre alles vernichtet worden. Alle Akten und Tonbänder des Auschwitz-Prozesses werden im Staatsarchiv in Wiesbaden archiviert. Heute gehören sie zum UNESCO-Weltdokumentenerbe. Das macht den Prozess bis heute nachvollziehbar. Alle Tonbänder und Akten sind online zugänglich. Das zeigt, welchen historischen Wert sie haben. Zu diesen Weltdokumentenerben jetzt aus von deutscher Seite gehören sonst so Sachen wie die Gutenberg-Bibel, glaube ich, der literarische Nachlass von Goethe, solche Dinge. Das sind ja nicht nur die Tonbandmitschnitte, sondern die gesamten Dokumente, also auch die schriftlichen Dokumente, aufzunehmen und sie damit sozusagen zum Teil des archivalischen Erbes der Menschheit zu machen. Viele junge Menschen interessieren sich für den Auschwitz-Prozess. Der Beginn der 1968er-Bewegung.
Nach 20 Monaten fällt das Gericht ein Urteil. Wir haben für alle Angeklagten lebenslange Haftstrafe beantragt. Das Gericht hat aber nur in 6 Fällen lebenslange Haft verhängt. Die anderen waren zeitige Strafen. Nicht zu unserer Zufriedenheit. Nach 20-monatiger Verhandlungsdauer ging der Prozess heute mit skandalös niedrigen Urteilen zu Ende. Nur 6 der Angeklagten erhielten lebenslänglich Zuchthaus, unter ihnen Boger, Kaduk, Baretzky und Kleer. Die übrigen Angeklagten erhielten Zuchthausstrafen zwischen 3,5 und 14 Jahren. Diese Urteile bleiben weit unter den Anträgen der Staatsanwaltschaft und der Nebenkläger, die in 16 Fällen für lebenslänglich Zuchthaus plädiert hatten. Ich bin der Meinung, wie Staatsanwalt Vogel gesagt hat, jeder der Menschen in Auschwitz ist seinen eigenen schweren Tod gestorben. Und für jeden Menschen müsste deshalb einmal lebenslänglich die Strafe verhängt werden. Das Gericht urteilt nach dem alten Mordparagraphen. Jeder Mord muss einzeln bewiesen werden. Die Täter berufen sich auf den Befehlsnotstand. Wären sie den Befehl nicht gefolgt, hätte ihnen der Tod gedroht. Eine Zeitung titelte ja damals zynisch, für jeden Mord 5 Minuten Gefängnis. Die Urteile sind aus heutiger Sicht überhaupt nicht nachvollziehbar und absolut unangemessen. Das heißt, aus heutiger Sicht waren die, es gab ja nur wenige lebenslänglich, vollkommen unangemessen, die Urteile. Aber es waren immerhin Urteile. Und ich glaube, das ist ganz entscheidend. Die internationalen Medien berichten fast täglich. Wie geht Deutschland mit seiner Vergangenheit um? Fritz Bauer möchte eine breite Öffentlichkeit erreichen. Nicht nur im Gericht, sondern auch in der Paulskirche, insbesondere die Ausstellung 1964 zu Auschwitz selbst. Und das war ihm, denke ich, das allergrößte Anliegen. Letztlich die Öffentlichkeitsarbeit, die mit dem Prozess verbunden war und die Öffentlichkeit nicht nur zu informieren, sondern durch den Akt der Rechtsprechung ein eigenes Urteil zu fällen über die Geschichte. Der Auschwitz-Prozess bleibt ein wegweisender Prozess. Durch ihn wird die juristische Aufarbeitung der Verbrechen erst möglich. Viele wollen 1963 einen Schlussstrich unter die Nazi-Vergangenheit ziehen, doch das Gegenteil passiert. Bis heute werden die Verbrechen der Nationalsozialisten verfolgt. Im Namen des Volkes sind schuldig der Angeklagte Boger, Stark, Kaduk, Kleer. Des Mordes begangen an mindestens 200 Menschen und in einem weiteren Fall an mindestens 100 Menschen. In mindestens 475 Fällen an mindestens je 750 Menschen, an mindestens je 1000 Menschen. Also ich glaube, das war nicht sofort so, dass mir irgendwas nachgelaufen ist und ich habe wieder das Bild vor Augen gehabt. Das ist jetzt mehr der Fall als damals. Das verbindet sich auch nicht mit Auschwitz in dem Sinn, dass ich das Wort sehe oder den Eingang oder eine Baracke oder so. Das sehe ich alles nicht. Ich weiß es auch nicht, aber jedenfalls ich bin tief beunruhigt. Wer in Frankfurt dabei war, vergisst dies nie. Ich war nun mal dabei, seit Spätsommer 62. Bis zum heutigen Tag begleitet mich das Auschwitz-Verfahren. So ist es. Ob die Menschheit wirklich gelernt hat, aus den Dingen, die da zurückliegen und die erörtert und besprochen sind und man weiß, jedermann kann sich orientieren. Also ich würde meine Hand dafür nicht ins Feuer legen. Nee, bestimmt nicht. Gerhard Wiese ist der letzte Überlebende des Gerichts. Manch einer zerbrach daran. Sie versuchten Unfassbares, den Opfern des Holocaust erstmals Gerechtigkeit widerfahren zu lassen.